bush talk dein podcast für survival Buschkraft und gier hallo und herzlich willkommen zu einer neuen podcast folge von bush talk mit lars kunarek und john salutz schön dass ihr wieder zugeschaltet habt wir haben uns viel überlegt, was wir euch erzählen könnten in dieser Folge, aber wir hatten eine Anfrage und zwar hat uns jemand gefragt, ob wir mal über Tiere sprechen können, also Tiere im Survival-Kontext, wie man sich die Lebewesen aus der Natur zunutze machen kann, wie man sich mit ihnen verbünden kann. Und deswegen heißt der Titel dieser Folge auch Tiere als natürliche Verbündete und euch erwartet ein spannender Talk mit einem großen Fachwissen von John in einer speziellen Sparte, der kennt sich da ziemlich gut aus. Also bleibt dran und lasst euch überraschen. Wie immer die Einleitung, die einleitende Frage an mich: Wie ist deine Einstellung zum Tier beziehungsweise wie siehst du das Tier im Kosmos der Natur? Ja, mit uns zusammen als Menschen. Ja, also ich bezeichne die Tiere ähm, eigentlich als Brüder und Schwestern, weil wir sind ja eigentlich auch Tiere. Wir sind auch Säugetiere. Wir haben uns einfach ein bisschen anders entwickelt. Das heißt, wir können komplex über den Tod nachdenken und wir können Feuer herstellen und das ist eigentlich Meiner Meinung nach der einzige Unterschied zwischen uns und den anderen Lebewesen auf diesem Planeten, die inkarniert sind. Im wahrsten Sinne des Wortes inkarniert heißt ja in -garne, also in Fleisch gewordenes Wesen. Oh, jetzt hast du mal wieder einen rausgehauen. was <laughs> ja. hochgeistiges, das muss ich erstmal sacken lassen, damit habe ich gar nicht gerechnet. Äh, ja, krass. Okay. Wow. <laughs> das ist tierisch, ne? Ja, äh, schon, schon, schon john john so fast ja auch irgendwo in überlebenssituationen ist es natürlich auch gut wenn man einiges über die tierwelt weiß weil man eben auch davon profitieren kann wir haben ja heute zum glück nicht alltägliche Überlebenssituation, auch wenn es vielleicht bei dem einen oder anderen sich so anfühlt im Leben, aber so, dass wir tatsächlich jeden Tag in der wilden Natur sind, dass wir dann den Naturgefahren ausgesetzt sind und ums Überleben kämpfen müssen, das müssen wir ja zum Glück nicht mehr. Uns geht es ja in der heutigen Zeit relativ gut hier bei uns in Mitteleuropa und Dennoch mussten die Menschen früher tatsächlich auch, um ihr Überleben zu sichern, mit den Tieren zusammenarbeiten. Mhm. Und da wurde das Tier auch noch geschätzt und geehrt. Da gab es noch keine Massentierhaltung, da gab es noch keine Tiermestung und auf maximalen Profit ausgeartete. Einen ausgearteten Umgang mit mhm. den Tieren, sondern man hat tatsächlich, wenn man ein Tier gejagt hat, dann hat man kurz innegehalten, hat irgendwelche Rituale durchgeführt und war dankbar und hat tatsächlich nur das erlegt, was man erlegen musste. Und nicht wie heute, ähm, da werden so viele Tiere getötet, dass das Fleisch dann irgendwie im Müll landet, weil die mhm. Gesellschaft übersättigt ist. Aber das soll jetzt heute nicht das Thema sein. John, was weißt du denn von den Tieren früher, wie die früher mit dem mit den ersten oder den jungen oder den alten, je nachdem, wie man sieht, Menschen auf dem Planeten ja, zusammengewirkt haben. Ja, es, gab, es gibt verschiedene Berichte, wo man von den Ethnologen auch weiß, dass man die, die Verbindung zu den Tieren und den Menschen war sehr groß. Und wie du jetzt das auch einleitend gesagt hast, es war eine extrem große Wertschätzung gegenüber den Tieren. Die wurden tatsächlich als Familienmitglieder angeschaut. Und natürlich auch genutzt im Sinne von Nahrungsquelle, weil es ist tatsächlich so, wir sind Jäger und Sammler. Und zwar waren wir früher Großwildjäger. Großwild waren Mammuts und die ganzen großen, ja, wirklich großen Tiere. Heute sind diese nicht mehr unter uns. Nicht nur, weil wir sie aufgegessen haben, sondern weil wir sie halt auch verdrängt haben äh, mit unserer Ausbreitung. Und ähm, Tiere sind... In erster Linie auch Inspiration gewesen, also ein Tier hat immer wieder auch eine Information den Menschen gegeben, also sei das heißt, es, wenn ein spezieller Vogel gekreist hat oder einem im Wald ein Bär begegnet ist oder was auch immer, hat das unter Umständen dann den Menschen einen Wink des Schicksals gegeben oder des Universums, wo man sich dann vertieft mit einem Thema. Auseinandergesetzt hat. Und das kennt man heute auch noch unter den Krafttieren. Oder? Es gibt eine Richtung von Menschen, die sich mit Krafttieren äh, auseinandersetzt und so, ich sage jetzt mal, wie eine Lebenshilfe äh, nutzt, wenn man das eine oder andere Tier immer wieder mal begegnet. Wir hatten das vor äh, zwei Jahren, äh, meine Frau und ich, wir waren unterwegs am Greifensee und wir haben einen Biber gesehen. Und Biber sind eher selten zu sehen, weil das ja, ich sag mal eher die Scheuntiere sind. Und dann sind wir weiter am, am See entlang spaziert und haben tatsächlich nochmals einen Biber gesehen. Der ist dann an uns vorbeigeschwommen. Und an der dritten Stelle, wo wir dann in den See reingegangen sind, Schwamm tatsächlich nochmal ein anderer Biber an uns vorbei. Und Ui. dann wussten wir gut, also, ich meine, das kann ja nur ein Zeichen sein. Dann sind wir auch in die Literatur gestürmt und haben geschaut, hey, was ist der Biber für ein Krafttier? Was kann er uns sagen? Und das war natürlich dann eine sehr spannende Geschichte, sich dann auf diese Weise noch mit den Tieren ein bisschen vertiefter anzuschauen. Wow. Mhm. Dieses feingefühl oder diese offenheit für so themen hat natürlich nicht jeder mensch und äh, ich finde es schon sehr spannend weil das ja auch noch mal einen ganz anderen horizont eröffnet in der vergangenheit wurde ja wenn ein tier erlegt wurde das tier komplett verwertet mhm. und das ist natürlich auch für überlebenssituationen in der wildnis wichtig weil wenn man hier ein gewisses grundwissen Geistig an Bord, sage ich es mal, mhm. dann kann man tatsächlich die Komfortzone erweitern und man kann das Überleben auch sichern. Mhm. Erstmal das Thema Nahrung. Das Tier als Nahrungsquelle. Welches Tier ist dein persönlicher Favorit, was jetzt den Geschmack betrifft? Oh, das ist eine sehr eintönige Frage. Es gibt so viele verschiedene Geschmäcker, die mir passen, aber nicht zu so viel von einem. Eines meiner Lieblingswildtiere vom Geschmack her, würde ich sagen, wenn ich mir so den, die letzten Tiere durch den Kopf gehen lasse, dann würde ich sagen, war es Kudu. Kudu ist, Kudu ist ein, ein Wildtier in Afrika. Äh, ist ein, ein gehörntes, äh, wie soll ich das erklären, auch ein gehörntes Tier, das rumspringt und das war ein sehr, sehr leckeres Fleisch. Ja. Mhm. Ansonsten mag ich natürlich alle Wildtiere oder fast alle Wildtiere, was ich nicht so gerne habe, ist der Wildhase. Der Wildhase, der schmeckt mir nicht so. Aber Reh und Hirsch und, und Wildschwein, das sind so die Tiere, die ich ähm, gerne esse. Ab und zu auch mal Fisch. Obwohl ich am See aufgewachsen bin, bin ich überhaupt nicht der Fischer, was sich jetzt hoffentlich ändert, weil ich habe jetzt begonnen mit dem Fliegenfischen und Ui. hoffe, dass ich da auch erfolgreich sein werde. Aber wenn ich es auf den Survival-Kontext runterbreche, weil da geht es ja meistens um die Problematik, wie kann ich dann überhaupt ein Wildtier erlegen, respektive ein Tier so in der Natur, zu organisieren. Und da würde ich dann schon eher auf die Fische setzen, weil die Fische einfach am einfachsten zu fangen sind, jetzt im Vergleich zu irgendwelchen ähm, Niederwildgeschichten wie, wie Reh, Hirsch und so weiter. Ja, wir haben es ja schon mal in einer Podcast-Folge thematisiert, dass das Thema Jagd so ein bisschen Mythos ist, weil mhm. es sehr unrealistisch ist und da ist es besser, auf alternative Nahrungsquellen zurückzugreifen und Fischen oder Fische fangen mit irgendwelchen mhm. Fischreusen kommt dann schon sehr. Nahe in den Bereich der Wahrscheinlichkeit, beziehungsweise es ist auch sehr wahrscheinlich, mhm. sagen wir es sagen sagen mal so. Und jetzt wurde ja früher dieses Fleisch auch frisch verwertet, logischerweise. Mhm. Es wurde dann direkt gekocht, aber oder, oder ge, über dem Feuer zubereitet. Aber jetzt war ja manchmal auch Fleisch über. Ja. Und hättest du vielleicht eine Idee für den Zuhörer, wie man dieses Fleisch haltbar machen könnte, wie er länger von diesem Fleisch profitieren könnte auf eine einfache Art und Weise? Ja, da gibt es eine ganz äh, super Methode, indem man das Fleisch räuchert, respektiv kalt trocknet. Äh, kalt trocknen heißt, es sollte nicht äh, zu nahe über der Flamme äh, vom Feuer äh, quasi äh, erwärmt werden, weil es geht darum, dass diese Eiweißstoffe im, im Fleisch, dass die nicht ähm, gerinnen, weil sonst hast du ein gekochtes Fleisch und gekochtes Fleisch ist nicht lange haltbar. Aber getrocknet oder geräuchert, da gibt es eine super Variante, die habe ich ausprobiert. Ich habe einen Räucherofen gebaut im Wald und zwar habe ich, ich muss dir vorstellen, wie ein, ein äh, ein Tipi über der Feuerstelle ein bisschen weiter weg von den Flammen errichtet, das dann noch mit Querstangen versehen wurde aus Hölzern, wo ich dann das fein geschnittene Wildfleisch auf diese Stangen draufgelegt habe und dann mit dem Rauch und der Wärme des Feuers äh, langsam getrocknet und geräuchert habe und nach einigen Stunden war das Fleisch wirklich knochentrocken im Sinne von das konnte es dann zerbrechen und das war ein natürliches, einfaches Jerky wie man es eigentlich auch kaufen kann, aber halt selbstgemacht und haltbar, weil der Rauchgeschmack hält die ganzen Tiere ab im Sinne von äh, Fliegen, äh, irgendwelchen sonst Insekten, die da gerne das Fleisch halt nutzen als Quelle, um Eier reinzulegen. Und durch das Trocknen haben wir das Problem der Bakterien behoben. weil trockenes Fleisch, also sobald es unter einer gewissen Grenze an der äh, an Feuchtigkeit ist, dann kommen weniger Bakterien äh, an, ja, darin vor. Genau. Und Rauch ist ja auch ein starker Geschmacksgeber, mhm. der ein tolles, äh, intensives Aroma an das Fleisch heranträgt. Und das macht das Ganze natürlich auch dann zur Kleine Delikatesse drauf. Absolut, ja. Ja, weil es ist ja sehr wertvoll. Also, meine Fleisch ist wirklich eine Nahrungsquelle, die wir vor allem in unseren Breitengraden im Winter nutzen mussten. Ansonsten hätten wir gar nicht überlebt in diesen Breitengraden. Und deswegen war Fleisch oder ist Fleisch immer noch eine sehr wertvolle äh, Nahrungsquelle. Äh, vorzugsweise gibt es ein Verhältnis, das wir Menschen schon eigentlich seit lang, langer Zeit äh, nutzen. Und zwar, wir haben 80 Prozent Pflanzen. Pflanzliche Nahrung zu uns genommen und 20% fleischliche Nahrung. Und das ist ein Verhältnis, das auch für unseren Körper vertretbar ist. Also unser Körper kann mit dem umgehen. Sobald wir zu viel Fleisch fressen, dann haben wir auch dementsprechend Probleme, die wir heute als Zivilisationskrankheiten kennen. Und es ist spannend, wie die Forschung da näher drauf eingeht. Mittlerweile sagt man dem auch eine Eiweisspeicherkrankheit. Also das heißt, man hat zu viel Eiweiß in Form von Fleisch konsumiert und dementsprechend. Gibt es dann gewisse Leiden? Also, du meinst solche Sachen wie zum Beispiel Gicht. Genau, Gicht mhm. äh, unter anderem oder sonst allgemein Gelenksbeschwerden. Mhm. Arthrose. Äh, ja. Genau, kommen, kommen von diesen äh, ja, ungesunden Ernährungsverhalten von unserer Menschheit. Ja. Ja. Jetzt können wir in Überlebenssituationen ja nicht immer auf diese größeren Tiere zurückgreifen und vielleicht auch nicht auf Fisch. Und daher muss oder muss sich der Überlebende. Auch Gedanken machen, ob er nicht vielleicht auf eine alternative Nahrungsquelle wie zum Beispiel auf Insekten zurückgreift. Und wir haben es ja auch schon mal in einer vorherigen Folge thematisiert, dass man diese ganzen kleinen Tierschen, ob das jetzt Würmer, Schnecken, Ameisen oder Kellerasseln sind, die muss man vor dem Verzehr immer unbedingt erhitzen. Vor allem die Schnecke und die rote Waldameise, diese große, weil man sonst eben Parasiten. Sich einfangen kann, und das ist natürlich das Letzte, was wir draußen wollen. Und ich habe mich mit viel mittelalterlicher und neuzeitlicher Literatur befasst. Da gibt es ganz interessante Bücher, und vor kurzem habe ich noch mal gelesen, in einem alten Kochbuch aus dem Ersten Weltkrieg, da hat man eine Maikäfersuppe empfohlen. Also da war der Maikäfer noch auf dem Speiseplan. Dann habe ich das nachgearbeitet und bin bei der Recherche darauf gestoßen, dass er auch tatsächlich noch lange Zeit auf dem Speiseplan auf dem Land in manchen Teilen Deutschlands gestanden hat. Mhm. Also das war so ein, ja, ein Standardessen. Und viele ja, andere Insekten wurden ja auch in anderen Teilen der Welt und werden ja auch noch teilweise äh, konsumiert. Mhm. Und daher ist auch hier das Tier in Form eines Insekts oder ein Wurm oder was weiß ich was natürlich auch eine, eine wertvolle Nahrungsquelle mhm. aber kommen wir noch mal zu den größeren Tieren man hat ja auch früher die Knochen der Tiere verwertet und auch in Überlebenssituationen könnte das unter Umständen von Nutzen sein für denjenigen oder diejenige die überleben muss denn aus diesen Knochen kann man tolle Sachen fertigen und vielleicht habt ihr das schon mal aus der, in irgendeinem Steinzeitmuseum gesehen oder, oder aus irgendeiner Reportage, aus dem Knochen kann man zum Beispiel auch eine Nadel fertigen, um dann eben zu nähen, aus dem Knochen könnt ihr auch ein Druckstück fertigen, um eben ähm, Feuer zu bohren und aus dem Knochen könnt ihr auch ganz andere Sachen machen, die eure Muße ansprechen. Genau, ja, es gab nämlich äh, tatsächlich eine Ausgrabung von ähm, Archäologen und die haben herausgefunden, dass das älteste In Instrument, das man bis jetzt gefunden hat, von Menschenhand gefertigt, aus einem Flügelknochen eines Schwans gearbeitet wurde und zwar zu einer Flöte. Also kann man sagen, dass es ein, ein spannendes, äh, ja, sowieso ein spannendes Tier ist, mal abgesehen davon, bei diesem Schwan, den kennt man ja, schöne weiße Federn und dieser rote oder orange Schnabel mit dem schwarzen Höcker drauf, das ist nämlich der Höckerschwan. Und aus diesem Flügel wurde diese Flöte gefertigt. Und spannenderweise ist genau dieser Vogel in Europa, also nicht nur in Europa, aber vor allem in Europa, als heiliges Tier angesehen worden, weil es die drei Farben hatte, rot, weiß und schwarz. Und früher hat man auch die, die Jahreszeiten, respektive dieser Zyklus des Lebens in diesen Farben gekennzeichnet und man wusste, dass dieses Lebensrad durch diese drei Farben repräsentiert wird. Also im Sinne von weiß ist der Frühling, das ist der, wenn die Birke wow. ausschießt und der Birk, die Birke ist ja die, der, der weiße Baum. Wurde der Birgit gewidmet und der Frühling, wenn dann im Frühling im Sinne von auch im Frühling des Lebens, wächst man auf. Man wächst relativ schnell, bis man dann im Sommer des Lebens ankommt. Dann wird man fruchtbar und das wird mit dem Rot quasi hingegeben im Sinne von der Menstruation der Frau, dass sie dann fruchtbar ist und wieder ein neues Leben entwickeln kann. Die Hochzeit des Lebens und dann geht es natürlich wieder langsam runter in die schwarze Zeit, sprich in den Tod hinein und da wird die die schwarze farbe auch dieses vogels so dann ähm, genutzt oder erzählt okay wenn wir noch mal das tier als verbünden sehen wir haben jetzt nahrung aus dem tier gewonnen wir haben mit knochen irgendwas gefertigt was uns in irgendeiner weise in der wildnis behilflich ist jetzt haben wir noch das fell hm. und das fell ist ja auch was schönes was wir gebrauchen können und das Fell muss ja speziell vorbereitet werden. Also man kann mhm. das Fell abziehen, das muss man auch halbwegs richtig machen und es nicht zerstören. Und erzähl doch mal den Zuhörern, was man mit dem Fell machen kann und wie man das Fell zubereitet. Mhm. Also vorbereitet oder aufbereitet, dass mhm. man es nutzen kann, auch für menschliche Zwecke. Genau, ja, es wurden eigentlich grundsätzlich alle oder die meisten Tierfälle verwendet und zwar einfach in erster Linie mal als Schutz vor dem Klima, also den Körper zu schützen vor der Witterung. Also hat man Kleider aus den verschiedensten Fällen hergestellt. Es gibt da optimalere Fälle und weniger optimalere Fälle. Man unterscheidet zwischen Rohrhaarfällen oder den, den normalen Haar der Fälle, weil die Rohrhaare, wie zum Beispiel vom Elch, die sind viel isolierender, weil sie halt Luftschichten in, ähm, drin haben und dementsprechend hat man die sehr gut als, äh, als Isolation verwendet. Man hat sie nicht nur als Kleidung genutzt, sondern auch als, ähm, quasi als Zeltstoff. Man hat äh, ihre Gebäude, die sie da hatten, mit diesen Fällen auch äh, quasi ja, ausgepolstert. und Bevor man aber so ein Fell verwenden kann, muss man es natürlich vom Tier abziehen. Und das ist erstaunlich einfach. Also es ist, äh, ist immer wieder überraschend, wie, wie einfach sich dieses Fell vom Tier lösen lässt. Das kann man ziemlich gut runterreißen. Deswegen sagt man auch, das Fell über die Ohren ziehen. Das ist tatsächlich, dass man gerade bei einem Reh zum Beispiel also Fuß über, also Kopf über, den Kopf nach unten hat. Und dann kann man das Fell sehr gut abziehen. Wenn man dieses Fell abgezogen hat, dann muss man es gerben. Das heißt, wir müssen die Innenseite des Fells, also die Haut, bearbeiten, damit sie nicht hart wird, weil das wäre dann unangenehm, gerade als Kleidungsstück. Und um dies zu gerben, kann man das Hirn des Tieres verwenden. Das ist eigentlich die älteste oder eine der ältesten ähm, Gerbarten, die der Mensch kennt, dass man mit diesem, vom selben Tier, wo man das Fell nutzt, dann das Fleisch. Dass das Fell geschmeidig machen kann. Das Gerben ist natürlich, klingt jetzt einfach, ist aber nicht ganz so einfach. Ja. Ich brauche natürlich auch ähm, ja, so die Infrastruktur dafür, ja. Schüsseln und, und Gefäße und was weiß ich was. Dennoch ist es ziemlich interessant, es gibt ja spezielle Anbieter, die jetzt Kurse zum Gerben anbieten. Mhm. Und ich glaube, das ist schon was richtig Tolles, wenn man und sowas fängt. mal mitmacht. Einfach mal die Erfahrung machen, sich jetzt selbst was zu fertigen aus einer tollen Tierhaut, aus einem tollen Fell. Und das ist ja auch was, was man ein Leben lang dann hat. Kann man sich entweder an die Wand hängen, kann man als Teppich nutzen, als Betteinlage, um warm und kuschelig zu schlafen, oder als Sitzauflage oder Einfach nur, um sich sonst wie dran zu erfreuen. Wenn ihr in Überlebenssituationen mal gerben müsst, dann seid ihr schon ganz schlimm dran, weil dann mhm. seid ihr schon lange in der Überlebenssituation. Dann seid ihr auch richtig irgendwo am Ende der Welt, wo euch keiner mehr findet. Also, das wünschen wir natürlich keinem. Aber wir wollten euch mal aufzeigen, was jetzt irgendwie alles so mit so einem. Natürlichen Geschöpf, wie das Tier das ist, möglich ist. Und das ist ziemlich toll. Und das ist ja nur, wir haben das jetzt ja nur mal angekratzt mhm. für euch. Tiere können aber auch in anderer Hinsicht nützlich sein, denn Tiere sind auch die natürlichen Alarmanlagen. Und gerade in der Wildnis können uns Tiere vor Gefahren warnen, vor anderen wilden Tieren zum Beispiel, vor irgendwelchen Prädatoren, die vielleicht auch für uns gefährlich sind, sei es mhm. Wolf, Chris Lieber oder was weiß ich, vielleicht auch von anderen Menschen. Mhm. Und wie genau das geht, weil da gibt es eine spezielle Art der Tiere, die machen das ziemlich gut und da ist der John ziemlich fit in dem Thema und zwar die Vögel. Ja, ja die Vögel sind tatsächlich ein ganz spannendes Volk. Das gefiederte Volk ist eines der aufmerksamsten in unserer Umgebung. Also wir sind da ja äh, hauptsächlich im Wald unterwegs. Nicht nur auf dem Wald äh, oder im Wald, sondern auch natürlich in den Auen und äh, auf den Wiesen haben wir die Vögel. Die Vögel müssen sehr wachsam sein, weil sie von oben und von unten Gefahren haben. Also sprich irgendwelche Jäger, die sie fressen wollen. Und dann auch noch in den, in den Höhen der Bäume. Also sie haben von allen Seiten eine Gefahr, die lauert und deswegen sind sie so aufmerksam. Die Vögel ist, äh, haben einen, einen sehr schönen Verbund, das heißt sie warnen sich gegenseitig, sie informieren sich gegenseitig, falls man irgendwo einen Räuber entdeckt. Und dementsprechend können wir, wenn wir diese Laute oder diese, diese Art, wie sie sich warnen, kennen, können wir dies auch nutzen. Der bekannteste Vogel, jetzt vielleicht auch im Survival-Kontext, ist der, der Eichelherr. Der wird auch als Alarmanlage des Waldes bezeichnet, ist aber nicht der einzige. Vor allem, wenn er dann nicht da ist, dann brauchen wir andere Vögel, die uns warnen. Aber der Eichelhäher ist einer der bekanntesten. Dieses Checkern, wenn er da irgendwelche Gefahr ähm, sieht, das ist was, was wir sicher wahrnehmen können. Aber er macht das auch, wenn zum Beispiel ähm, andere. Ähm, andere Vögel von seiner Gattung umherkommen und in sein Revier kommen, dann kann er das, das natürlich auch als ähm, Warnruf gegenüber seinem Rivalen ausdrücken. Das ist ja ein sehr schlaues Geschöpf. Der kann ja, habe ich mal irgendwo gelesen, ich glaube fast 2000 Eicheln vergraben und findet die fast alle wieder, im mhm. Gegensatz zum Eichhörnchen. Das fand ich spannend. Ja, fantastisch. Ja, das, die Rabenvögel sind ja, glaube ich, eh. Alle so ein bisschen intelligenter als ihre Artgenossen. Und ja, sehr, sehr spannend. Du hast eben was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, Vögel warnen entweder vor Bodenjägern oder vor Luftjägern. Also die können sozusagen differenzieren. Genau, ja. Die sagen wirklich genau, hey, wo kommt. Also man, man weiß natürlich in der Forschung noch nicht ganz genau, welcher Pfiff genau, weil die können... Oder respektive, man hat herausgefunden, dass ein Vogel vor einem Habicht warnen kann und er warnt aber gleichzeitig oder gleichzeitig im anderen Fall, wenn zum Beispiel ein Sperber vorbeikommt, vom Sperber. Und jeder Vogel, der dann diesen Warnruf hört, weiß genau, welcher gefährliche Vogel kommt. Mhm. Und das ist schon spannend. Und zwar der Luftalarm. Der Luftalarm ist sehr spannend, vor allem von der Amsel. Die Amsel kennt fast jeder, es ist einer unserer bekanntesten Singvögel bei uns unterwegs. Und der, die Amsel macht einen sehr äh, markanten Luftalarm. Und Luftalarm heißt aber nicht nur für, von irgendwelchen Raubvögeln, sondern auch von Eichhörnchen, weil Eichhörnchen auch gerne die Eier von den Vögeln fressen oder kleine Vögel. Und dementsprechend äh, wird einfach alles, was von oben kommt, wird mit einem sehr, sehr feinen Ziehen, also es ist ein ganz feiner Pfiff, der fast nicht zu lokalisieren ist, abgegeben. Und je prekärer der Angreifer ist für die Vogelwelt, umso mehr wirst du wahrnehmen, wie die anderen Vögel aufhören zu singen. Und es kann dann ganz still sein, dann hörst du nur immer dieses feine Ziehen, dieser feine Pfiff und das ist sehr spannend, wenn du das mal bewusst wahrnimmst, weil dann bist du auch wie auf Nadeln und schaust in den Himmel hoch und schaust, was kommt jetzt? Es muss ja irgendwas kommen. Mhm. Und meistens siehst du dann irgend, es kann Milan sein, es kann aber auch ein Mäusebussaat sein, was auch immer, siehst du dann vorbeifliegen und dann weißt du, oh krass, er hat es angegeben. Oh, viel, viel vorher, als du das selber sehen kannst. Spannend. Mhm. Ja, würde man. Vögeln gar nicht so geben. Mhm. Oder die meisten Menschen haben eben das Wissen nicht. Aber wenn man viel Zeit in der Natur verbringt, dann merkt man eben, okay, krass, die gehören auch dazu, sind auch ein wichtiger Bestandteil für das Zusammenleben. Und man hat ja anscheinend früher auch Vögel für die Jagd eingesetzt. Mhm. Mhm. Weil, äh, ja, halt aufgrund der Eigenschaften, die du gerade beschrieben hast, haben die halt auch de dementsprechend wild angezeigt oder irgendwie auch die Gruppe geschützt. Und das finde ich schon. Sehr interessant. Mhm. Ja, dieses Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier ist uh, schon immer, war schon immer eine, eine, ein Verbund, der funktioniert hat, sicher mal ausschweifend und mal weniger ausschweifend. Ja, das ist eine spannende Sache. Jetzt gibt es ja auch eine Warnung der Vögel vor dem Wetter. Du hast ja diese typischen. Ich glaube, Schwalben fliegen da besonders tief, wenn, mhm. sich ein, wenn sich eine extreme Wetterverschlechterung ankündigt. Also sprich, wenn Unwetter bevorsteht. Und man hat es zum Beispiel auch bei einigen Naturkatastrophen immer wieder erlebt, oder jetzt habe ich jetzt falsch ausgedrückt, man erlebt es immer wieder, mhm. dass die Vögel unruhig werden, wenn mhm. kurz bevor, wenn kurz ein Erdbeben bevorsteht mhm. oder ein Tsunami, mhm. bei diesem schlimmen Tsunami in Asien, da in den 2000er Jahren. Da gab es ja auch Berichte, dass die Vögel da alle aufgeschreckt sind und weggeflogen sind mhm. ins Landesinnere. Und das fand ich interessant, weil der moderne Mensch dieses Warnsignal gar nicht wahrgenommen hat. Ja ja es weil man ein bisschen unbewusst in der Natur unterwegs ist und sich nicht mehr mit dem auseinandersetzt und das ist fantastisch oder was gut ist die, also bei Vögeln ist es so Vögel haben nicht gerne Wind und nicht gerne Regen und das merkst du an den Vögeln also wenn die Vögel äh, ruhig werden ohne jetzt irgendein Alarmgeräusch dann meinst du okay da könnte sich was zusammenbrauen und gleichzeitig, wenn Vögel singen, sprich ihre Balzrufe oder einfach ihre Reviergesänge ähm, pfeifen, dann weißt du, das ist Harmonie. Also Harmonie in der Umgebung, da ist nichts wirklich jetzt gefährlich im Moment. Und sobald sich das halt ändert, muss man bewusst werden und schauen, ah, Moment, da hat sich jetzt was geändert in der Luft. Und dann kann man sich je nachdem dann wirklich voraussagend was zusammenreimen. Ja. Bleiben wir noch mal bei den Vögeln. Vielleicht habt ihr das schon mal in irgendeinem Film gesehen, in irgendeinem schlechten Western oder sonst wo. Wenn irgendwo ein Kadaver liegt oder ein verendetes Tier, dann kommen auch die typischen Vögel, diese Aasfresser. Und wenn die irgendwo kreisen, dann kann man schon aus der Ferne beurteilen: Okay, da liegt irgendwas. Und das mhm. könnte ja natürlich für euch auch in einer Überlebenssituation möglicherweise nützlich sein, mhm. weil wenn das Tier frisch verendet ist oder sage ich mal, wenn der Verwesungsprozess noch nicht eingesetzt hat und ähm, dann könnte es sein, dass ihr diese Vögel in der Ferne lokalisiert, zu dieser Stelle hingeht, wo die eben kreisen und dort eben wichtige für euch überlebenswichtige Nahrung findet, mhm. kann sein, muss nicht sein. Es kann sein, dass der Verwesungsgrad schon dermaßen fortgeschritten ist, dass ihr dieses Fleisch nicht mehr verwerten könnt, weil ihr dürft nie vergessen, in verwestem Fleisch oder Sagen wir es anders, verwestes Fleisch enthält viele Leichentoxine, die stärksten Gifte der Natur. Und die bekommt ihr natürlich nicht aus dem Fleisch heraus. Deswegen ist dieses Fleisch, wenn es süßlich riecht, süßlich, hart riecht, ist, das ist für euch absolut tabu. Mhm. Also niemals sich mit solchem Fleisch abgeben, weil das schießt ihr euch mit vom Planeten. Mhm. Ja, das ist wirklich spannend, vor allem bei uns in der Gegend in der Schweiz, wenn äh wenn die Rehkitz unterwegs sind, also die jungen Rehe in der Wiese liegen und dann unter Umständen der Bauer dort äh, gemäht hat und dann so ein Rehkitz verletzt, dann siehst du ziemlich schnell viele ähm, Rotmilane kreisen und dann weißt du, okay, da ist wieder so ein Malheur passiert, dass so ein kleines Reh äh, verletzt oder getötet wurde und dann gehen natürlich diese Raubvögel dann aufräumen und haben ein Festmahl. Übrigens eine ganz spannende Art, wie Menschen mit Tieren zusammen gejagt haben oder immer noch jagen. In Afrika gibt es einen Stamm, die gehen mit den Löwen äh, jagen im Sinne von, die schauen, wo die Löwen am Jagen sind, lassen... Die Beute schlagen vom Löwen und dann kreisen sie die Löwen ein und vertreiben die Löwen von ihrer Beute. Ach, ich habe das mal gesehen und es war wirklich sehr beeindruckend, wie viel Courage und Mut diese Männer hatten natürlich auch. Ehrfurcht von dem Löwen. Die haben zuerst die Löwen essen lassen, also die haben wirklich sich äh, sättigen können, aber dann zu einem gewissen Zeitpunkt haben sie sich als Menschen quasi erkenntlich gezeigt und haben sie dann verscheucht und konnten dann ziemlich gut frisches, gerissenes Fleisch für sich äh, zurück ins Dorf bringen. Respekt. Ja. Also, äh, ich sag mal, da gehört da schon eine Tüte Mumm dazu. Ja. Tüte Mumm und Eier. Ja, ja. cool. Ja, also, es gibt doch noch Männer auf diesem Planeten. Ja, das, das Glück ist noch. Ja, ich bin sehr froh. Ja. Es gibt ja auch noch andere Waldtiere, die jetzt irgendwie alarmieren. Das können auch Rehe sein. Und oh, Rehe ja. haben auch so spezielle Rufe. Das hört hm. sich ein bisschen an wie Bellen. Das kann entweder so ein äh, Paarungsruf sein. Das kann aber auch. Meines Wissens nach ist ein Warnruf sein. Ja. Ähm, hört sich ein bisschen gruselig an, aber tun die tatsächlich. Und ja, wenn man sich so ein bisschen einliest oder Erfahrung mit Tieren hat oder vielleicht mal auf die Jagd geht oder mal bei einem Jäger mitgeht, dann erlebt man auch das ein oder andere noch. Also könnten wir jetzt, denke ich mal, noch extrem lange weiterführen. Aber ich finde es auch interessant, die Zusammenarbeit von Mensch und Tier. Und zwar die von tierischer Seite aus, wenn sich das Tier zur Hilfe anbietet. Und vielleicht habt ihr alle schon mal von diesen Fällen gehört, wo ein, eine Person oder mehrere Personen auf hoher See getrieben sind, äh, vereinsamt, wo dann irgendwie Delfine kamen mhm. und haben dann die Überlebenssituation unterstützt. Und das finde ich ja irre. Mhm. Ja, das zeugt ja fast von einer äh, höheren Intelligenz, was man den Delfinen ja sowieso auch zusagt, äh, dass, es, ja, dass sie durchaus auch interessiert sind, uns Menschen zu unterstützen und uns nicht nur einfach als äh, gefährlichste Räuber des Planeten anschauen. Ja, ja. und wenn man mal... Die Haustiere betrachtet, also ich spreche jetzt mal speziell vom Hund, weil ich ja auch ein Hundebesitzer bin. Mhm. Der Hund ist ja auch ein treuer Gefährte draußen. Und wenn man seinen Hund so ein bisschen, sag ich mal, geformt hat, also mhm. wenn er so ein bisschen Erziehung genossen hat, obwohl das jetzt ein blödes Wort ist, irgendwie, ähm, sagen wir mal, Prägung durch den Menschen, mhm. dann kann man ja auch einen enormen Nutzen aus diesem lieben Tier ziehen, denn der warnt einen ja irgendwo auch in der natur und ähm, ja äh, hilft einem vielleicht auch das eine oder andere ähm, zu wuppen und es gibt ja auch fälle wo zum beispiel hunde am herrschen geschnuppert haben haben den kopf auf den bauch gelegt und dann hat sich zum beispiel später herausgestellt dass diese person also die das herrschen ähm, einen schweren bauchtumor hatte mhm. Und das Tier hat es gerochen, mhm. hat es angezeigt, kann es natürlich nicht mitteilen, hat es dann in Form von den Kopf auf den Bauch legen, angezeigt. Und das finde ich ja auch spannend. Also mhm. es ist schon irre, was unsere tollen Mitlebewesen da alles so auf dem Kasten haben. Ja, sie haben vor allem eine ganz andere Sensorik und Feingefühl. Das Gute ist bei den Tieren oder respektive das Hilfreiche. Sie haben keinen Verstand, der so viel Lärm macht. Und das ist der Punkt, oder mal wirklich äh, da reinzufühlen, reinzuhören in den ganzen Kosmos. Weil Tiere sind immer im Moment nicht die, nicht die, ich sage jetzt mal die angezüchteten Hunde zum Beispiel und Katzen können zum Teil schon auch ähm, vermenschlicht sein, dass sie gar nicht mehr so naturverbunden sind, vor allem die Hunde, wenn sie gezüchtet wurden in alle Ecken und Enden. Aber es ist tatsächlich so, dass die Tiere an und für sich ganz viele Sinne oder viel feinere Sinne haben als ihr Menschen. Ja, das stimmt. Und deswegen, liebe Menschen, geht liebevoll mit den Tieren um. Das sind wertvolle Wesen. Gestaltet euer Leben so, dass sie, wenn oder dass es, wenn möglich, ja, dem Tierwohl so gut es geht, beiträgt ja, unterstützt keine Massentierhaltung, kauft nicht in den Discountern ein, ja, sondern schaut, dass ihr euer Fleisch nachhaltig besorgt, dass ihr euren Fleischgenuss nachhaltig gestaltet und seid immer dankbar, dass euch das Tier diese Möglichkeit der Ernährung zur Verfügung stellt, ja, und seid einfach generell achtsamer mit der Natur, weil. Wir haben ja einen wunderschönen Planeten mit einer tollen Flora und Fauna, die so vielseitig ist und die so spannend ist. Und gerade auch in Deutschland oder in der Schweiz gibt es ja so viel dazu zu sehen. Und ich glaube, wenn man das mal zu schätzen weiß, dann ja, weiß man auch den Planeten zu schätzen. Mhm. Schöne Worte, genau. Also ich hoffe natürlich, dass es nicht nur einfach bei Worten bleibt, sondern dass wirklich die Menschen da draußen achtsamer werden mit sich selbst und dementsprechend dann auch mit der Umgebung. Denn Fleisch ist nicht ohne, weil Fleisch, das ist wirklich eine Information. Also das, was wir essen, das essen wir und das sind wir nachher auch, weil wir uns ja aus Lebensmitteln bauen. Und das ist nicht nur die Struktur, sondern natürlich auch unser Geist. Und da gibt es eine spannende Studie von einem österreichischen Arzt, der sich äh, gewundert hat, dass die Menschen in Österreich und Deutschland so krass an Panikattacken leiden und immer mehr und immer mehr. Und da hat er herausgefunden, dass seitdem die Kleinschlachtung äh, verboten wurde in Europa, also mittlerweile muss man das ja immer in, in große Schlachtbetriebe bringen, haben die Menschen mehr Panikattacken und man geht davon aus, dass es zurückzuführen ist auf dieses Fleisch, das in diesen Großschlachtereien äh, verarbeitet wird, weil die Tiere, die haben eine Verbindung und es kann nicht ähm, davon ausgegangen sein werden, dass wenn die Kuh vorne äh, geschlachtet wird, die hinten das nicht sieht, und nicht mitbekommt, sondern die haben eine Verbindung und die kommen diesen, diesen Todes, äh, diese Todesangst mit. Und das kann dazu führen, dass das tatsächlich im Menschen sich dann so zeigt mit dieser ja, Panikattacke, die diese Tiere vor der Schlachtung haben. Und deswegen empfehle ich euch, geht grundsätzlich äh, in eure Umgebung mal zu den Jägern, weil es gibt ziemlich sicher überall irgendwelche Jägervereinigungen, wo ihr unter Umständen anklopfen könnt und fragen, ob es in der Saison dann, wann auch immer das ist, je nach Gebiet, äh, wild zu verkaufen ist, weil wild ist das Original. Essen für uns in unserem Breitengarten, also gerade wenn wir jetzt hier im Raum Schwarzwald, Süddeutschland sind, da fressen die Tiere, die da essen, Wildpflanzen und wohnen in der ganzen natürlichen Umgebung von uns selbst. Und das sollten wir auch konsumieren und nicht ein, ich weiß nicht, argentinisches Rindsfilet, das ich weiß nicht, wie viele Kilometer über den Planeten transportiert wurden und andere Kräuter isst als die bei uns. Genau. Ja, und das Heimische Wildfleisch ist ja auch logischerweise bekömmlicher. Absolut. Ja. Schon allein, weil das in unseren Genen drin liegt, weil wir mm -hmm. dafür gemacht sind. Und das Tierwohl ist auch berücksichtigt, denn das Tier hört keinen Schuss. Das mm -hmm. fällt einfach, dann ist es, sage ich mal, schonend. es ist das falsche Wort. Dann ist es, ja, ich finde jetzt gerade kein Vokabel, das tiergerecht getötet. <laughs> genau. Ja. Und hat kein Leiden. Ja, und daher, na, sollte der ein oder andere vielleicht seine Einstellung überdenken, aber wir wollen jetzt hier keine Moralapostel sein. Wir haben ja alle schon irgendwo, ja, vielleicht Fleisch konsumiert, was jetzt nicht so astrein, aus astreinen Bedingungen äh, entstanden ist. Da möchten wir uns auch jetzt gar nicht herausnehmen aus der ganzen Kiste. Ja, nichtsdestotrotz, herzlichen Dank, lieber John. Das war ja mal wieder ein interessanter Input und wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann empfehlt es weiter. Wir sind immer offen für Anregungen, konstruktive Kritik oder irgendwelche Ideen. Und wir haben jetzt auch schon wieder eine tolle Idee von einer Zuhörerin bekommen. Darauf gehen wir im nächsten Podcast ein. Also lasst euch überraschen. Ein ganz interessantes Thema. Und ja, wir sagen danke für eure Treue. Genau, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Äh, übernächsten Montag, Entschuldigung, in 14 genau. Tagen. Genau. Und bis dato sagen wir alles Gute, bleibt gesund, geht raus in die Natur. Ciao. Ja. Tschüss.